gemacht haben, während dem Kongress. Und ja, wollen uns mit dem unterhalten, die wir uns vorher rausgesucht haben, weil schon stand, der Plan stand schon im Internet. Und dann, dazu wollen wir uns auch ein paar Veranstaltungen angucken, so Vorträge. Das klang alles sehr interessant. Wir sind mal gespannt, was so auf uns zukommt und ob wir mit unserem Terminplan klarkommen. Und ja, was erhoffen wir uns? Eine Stelle für ein Praktikum. Oder ja, eine Stelle für unsere Bachelorarbeit. Ja, gleichzeitig Bachelorarbeit und Praktikum wollen wir machen. Und ja, da kann man mal gucken, was, also wie die Firmen so sind, wem wir sprechen werden, wer mit uns überhaupt sprechen möchte. Die Sympathie da. Ja, ob sie uns überhaupt haben möchten. Oder wie sie. Und ja. Stimmt. Vielleicht, ja. Naja, auf jeden Fall werden wir mal. Wir sind mal gespannt. Fahr nach Köln zum Absolventenkongress. Ja, da stellen sich halt verschiedene Firmen vor und wir können da halt mal. Ich bin gerade wach geworden. Ja, ich möchte halt mit 4 oder 5 Firmen, die ich mir schon vorher rausgesucht habe, mal reden, ach, Kontakte ja, knüpfen. Schleimer, ja, klar. Ja, die Hauptintention, wie uns vorher schon gesagt hat, soll es auch viel zu essen geben. Naja, die Hauptaugenmerkmal ist darauf gerichtet, dass man halt mal Kontakte zu Firmen knüpft, wo man dann vielleicht das Praktikum machen kann. Und da hatte ich jetzt so Energieversorgungsunternehmen ins Auge geschlagen und mit denen wollte ich mich mal unterhalten. Also ich erwarte mir mal ein paar Firmen kennenzulernen, zu erfahren, wie die Firmen überhaupt heißen, die es auf dem Markt gibt für mein Studium. Und ein paar Kontakte, vielleicht ein paar Visitenkarten sammeln, ein paar Geschenke. Wir haben Namensschilder bekommen. Das Leben schöner machen. Wir waren gerade bei Lidl, haben uns einen Drink geholt. Und jetzt suchen wir Google. Und Google war bei Stand H. Ist hier H? Ja. Hier ist H. Da ist Google. Da ist okay. Google. Total interessant. Wir waren hier schon bei sehr vielen Unternehmen, bei Google zum Beispiel, das war sehr, sehr informativ und interessant. Und bei Mars, bei P&C, wo waren wir noch? Überall eigentlich. Dell, bei Dell, bei Dativ. Also haben schon sehr viele Informationen gesammelt in Bezug auf Praktikumstellen, haben auch schon bei E.ON uns eingeschrieben, dass die unsere Kontaktdaten haben, dass wir uns, wenn wir uns da bewerben, dass die schon mal sehen, wir waren da und haben uns schon mal als interessiert gezeigt, das war super. Und haben noch eine Masterstudiengang-Universität besucht, die sehr, sehr interessant klang. Das geht um Logistik dort und das ist ja so der Bereich, wo wirtschaftliche Ingenieure gebraucht werden und da wollen wir auch mal natürlich gucken. Und jetzt haben wir uns eine kleine Pause gegönnt und jetzt geht's weiter. Für mich war es noch am Ende besonders interessant. Da war René Adler, da ich ja Leverkusen-Fan bin, war das für mich das Größte. Wer ist denn René Adler? Ja, Torwart von Leverkusen, den muss man eigentlich kennen. Es wird früher oder später wieder der deutsche Nationaltorhüter. Und habe ich Autogramm bekommen, Fotos, ist alles bestens gelaufen. Ja, also für uns war es vielleicht nicht ganz so erfolgreich, weil der Kongress ist doch sehr wirtschaftslastig und als ITler, also wir sind ja reine Techniker, da waren jetzt nicht allzu viele Firmen, das war für uns ein bisschen nachteilhaft. Aber ansonsten, da wo man mal reden konnte, war es schon in Ordnung, das kann man weiterempfehlen. Ja, ich weiß, aber das ist